Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 9, Nachwahl eines Mitglieds und eines stellvertretenden Mitglieds des Verwaltungsausschusses beim Staatstheater Wiesbaden. Nach dem Vertrag zwischen dem Land Hessen und der Stadt Wiesbaden über den Betrieb des Staatstheaters Wiesbaden vom 24. November 1971 wählt der Hessische Landtag für die Dauer seiner Wahlperiode 3 Mitglieder sowie 3 stellvertretende Mitglieder für den Verwaltungsausschuss des Staatstheaters Wiesbaden. Aufgrund der Mandatsniederlegung von Herrn Kai Klose ist eine Nachwahl eines Mitglieds im Verwaltungsausschuss erforderlich. Ferner legt die Abgeordnete Martina Feldmeier ihr Amt als stellvertretendes Mitglied nieder. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen schlägt mit der Drucksache 19/5404 Frau Martina Feldmeier als Mitglied sowie Herrn Abgeordneten Matthias Wagner-Taunus als stellvertretendes Mitglied für den Verwaltungsausschuss vor. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Wenn sich kein Widerspruch erhebt, möchte ich vorschlagen, hierüber abzustimmen. Einer offenen Abstimmung wird nicht widersprochen. Wer dem Wahlvorschlag eben zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind CDU, FDP, Bündnis 90, die Grünen, die SPD und die fraktionslose Abgeordnete Öztürk. Gegenprobe? Niemand. Enthaltung? Die Fraktion Die Linke. Ich stelle fest, dass damit Frau Martina Feldmeier als Mitglied sowie Herr Abgeordneter Matthias Wagner als stellvertretendes Mitglied für den Verwaltungsausschuss beim Staatstheater Wiesbaden gewählt worden ist.